So, moin moin, herzlich willkommen zum heutigen Video. Und zwar, ich bin wieder auf dem Testserver unterwegs gewesen für euch und habe mal alle neue Daten herausgesucht. Und ihr seht im Hintergrund, dass es einen riesen HP-Buff gibt für Stufe 6, Stufe 7, Stufe 8 und Stufe 9. Ich habe euch im folgenden Video alle Änderungen reingeschrieben. Und jetzt bitte gut zuhören. Ich konnte auf dem Testserver die Panzer nur mir angucken. Das bedeutet, die ganzen HP-Buffs sind ohne irgendwelches Zubehör und so weiter und so fort oder Verbrauchsmaterial, was auch immer, sondern es sind die nackten Zahlen. Von daher, es könnte einen kleinen Unterschied geben zwischen einzelnen Panzer, die ich habe, weil ich die anders ausgestattet habe, und Panzer, die ihr in der Garage habt. Also grundsätzlich macht ja Wargaming diesen HP-Buff für Heavies, weil sie das auf Stufe 10 schon gemacht haben. Wichtig dabei ist, die ganzen Panzer, die jetzt rankommen, ich werde sie einfach nur versuchen zu kommentieren. Und zwar, der M6 kriegt 9050 Hitpoints, der VK3001H kriegt ebenfalls 1050. Das ist sehr viel, beim 1001H kann ich es nicht verstehen, das Ding war schon davor, finde ich, ultra stark, aber sie wollen ihn sehr wahrscheinlich an die andere Heavys anheben. Der KV1S bleibt so, wie er ist, dafür kriegt der KV2 locker 40 Hitpoints dazu. Ich finde jetzt keine KV2, finde ich nicht schwach, aber es ist auch hier wieder ein Ausgleich. KV2 ist trotzdem ein Heavy, ne? Einige von euch denken vielleicht sein Titel. Der Churchill 7 kriegt hier 50 Hitpoints dazu, das kann ich verstehen. Beim AL-44 150 Hitpoints dazu, kann ich absolut nicht verstehen. Das Ding war schon ultra stark, auch schon davor. So, weiter geht's zu Stufe 7. Und zwar, es geht hier explizit nur um die Heavys. Wir haben hier zu Beginn den T29, der kriegt neu 1500 Hitpoints, kann ich absolut verstehen. Der Tiger P, der übrigens schon sehr stark ist, kriegt ebenfalls noch 50 Hitpoints dazu. Somit scheint 1500 die neue Basis zu sein auf Stufe 7 für Heavys. Bei dem Tiger 1, der bleibt bei 1500 Hitpoints, denn der hat davor schon ultra viele Hitpoints gehabt. Die S dafür kriegt noch 100 dazu, finde ich gut, ist ein Ausgleich. Beim KV3, der kriegt 150 Hitpoints dazu und hat jetzt endlich so wirklich die Rolle als Heavy. Die Black Prince kriegt 120 Hitpoints weg. Das finde ich völlig berechtigt, denn die Black Prince war der stärkste Stufe 7er Heavy und somit ist er ausgeglichen. Die IS-2 hier kriegt noch 170 Punkte dazu. Der AMX-M4 noch 100 bzw. 50, Entschuldigung. Und dann sind wir etwa bei 1500. Stufe 7, einzelne Panzer, die etwas dazu kriegen, aber nicht alle extrem. Anders sieht es aus bei Stufe 8, denn die Stufe 8er Panzer gewinnen unheimlich dazu. Der T32, der bisher kaum beachtet wurde, hat danach 1850 Hitpoints und auch der VK4502 kriegt ordentlich Hitpoints dazu. Beim VK10001 Paula, der kriegt neu 1900 Hitpoints, das ist extrem, und der Tiger 2 kriegt keine Hitpoints dazu, denn der Tiger 2 ist schon extra oder extrem stark und deswegen hat man dort keine Hitpoints hinzugefügt, absolut verständlich. Die IS-3 kriegt ebenfalls 1800 und kann endlich wieder als IS-3 wahrgenommen werden. Der KV-4, der hier oft schwach unterwegs war, hat neu mit 1750 Hitpoints. Also wir haben richtige Stalin-Heavys neu auf Stufe 8. Der Carnavaron kriegt ebenfalls 1750 Hitpoints und der WZ-110, der übrigens ein geiler Panzer ist, aber zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, kriegt ebenfalls 1800 Hitpoints. Beim AMX-5000, der einzige Autoloader-Heavy, kriegt neu 1750 Punkte und kann sich somit von der Lorraine 40 Tonnen ordentlich abheben. Auf Stufe 9 ist das Ganze genauso extrem. Der M103 kriegt neu 2050 Hitpoints und der VK4502B 2300. Also der hat jetzt extrem was an sich. 2300 Hitpoints sind viel. Sind viel, aber nicht ganz so viel wie beim Mäuschen, denn das Ding hat dann nach dem Update 2400 Hitpoints. Der E75, der extrem stark ist, kriegt ebenfalls 300 Hitpoints dazu und hat danach 2200 Hitpoints und könnte hier als eins der besten 9er Heavys werden. Der Conqueror kriegt ebenfalls 2100 Hitpoints und die S8 2050. Finde ich ausgeglichen, der E75 finde ich kriegt vielleicht ein bisschen zu viel, muss man angucken, das Mäuschen wird ein absoluter Bunker. Der ST1 kriegt 2050 Hitpoints, der WZ111 2200. Ich hätte mir beim ST1 ein bisschen mehr gewünscht, denn das Ding geht auch so ein bisschen unter, es wäre dann ein absoluter Super Heavy geworden.
und der AMX 5020 kriegt 2100 Hitpoints. Das Ding ist eigentlich schon sehr geil zum Spielen, aber damit es wie ein Heavy gespielt werden kann, kriegt er ebenfalls Hitpoints dazu. Und jetzt geht es noch um folgende Premium-Panzer. Auch hier wird sich einiges ändern. Beim T-34, der kriegt neu 1750 Hitpoints, die S6 kriegt 1850. Beim T-34 hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, muss ich ehrlich zugeben, denn das Ding ist nicht so krass wie andere Premium-Panzer, finde ich. Beim Löwen gibt es ebenfalls 1850 Hitpoints, das ist wirklich enorm viel, der Löwe ist ein sehr, sehr starker Premium. Ich bin, um ehrlich zu sein, gespannt, wie das Ganze wird. Ich fand den Heavy-Ausgleich auf Stufe 10 spannend. Die Heavys wurden wieder mehr gefahren. Das Ganze scheint auf Stufe 9, 8, 7 und 6 jetzt auch zu passieren. War logisch, ne? Wargaming hat ja schon gesagt, wir ziehen nach. Wichtig, alle Daten, die ich euch hier gezeigt habe, sind vom Testserver, vom nächsten Update. Und ob die dann haargenau so kommen, das kann ich euch nicht versprechen. Wichtig ist, in der Vergangenheit war es fast immer so, aber... Versprechen kann ich nichts. Meist ist es so. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein, lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal.